Demokratie und Meinungsfreiheit werden geschliffen. Ganz bewusst, auf übelste Weise und vor aller Augen. Liebe Freunde, 2G plus, jetzt auch im Bundestag. Es ist eine einzige Schikane der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. 2G plus ist schon an anderen Arbeitsplätzen und in der Öffentlichkeit unerträglich und steht in keinerlei Verhältnis zu allen betroffenen Freiheitsrechten. Die Stellung eines Abgeordneten ist darüber hinaus aber noch eine besondere. Er ist Vertreter des ganzen Volkes und muss daher in der Wahrnehmung seines Mandats besonders geschützt sein. Das weiß die Bundestagspräsidentin, verfügt dennoch 2G plus und Tribünenverbannung, um Ungeimpfte an den Pranger zu stellen, um Regierungskritiker mundtot zu machen. Das erinnert nicht nur an schlimmste Zeiten. Hier und heute werden gesunde Menschen, Volksvertreter, stigmatisiert, geradezu zu Aussätzigen erklärt und der Öffentlichkeit vorgeführt. Demokratie und Meinungsfreiheit werden geschliffen, ganz bewusst, auf übelste Weise und vor aller Augen. Die Agonie großer Teile der Öffentlichkeit und der Presse macht mich fassungslos. Wenn diesem entsetzlichen Treiben von Frau Baas kein Ende gesetzt wird, dann, liebe Freunde, ist das Grundgesetz nicht mehr das Papier wert, auf dem es unsere Verfassungsväter gedruckt haben. Unser Protest gestern im Plenum hat gezeigt, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Wir machen weiter für Freiheit, für Demokratie und für unser Deutschland.